Wiebke Meyer, CEO von TUI Cruises. Wir sind auf der Taufe der Mein Schiff 6 in Hamburg. Die Elbphilharmonie ist Taufpatin. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu den Hintergründen erzählen. Und vor allem, es ist Ihre dritte Taufe. Wie fühlt sich das heute an? Zuerst mal ist jede Taufe ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Also zum einen ist es sehr schön, dass wir neue Schiffe bauen können. Und das ist jetzt der vierte Neubau von TUI Cruises, meine dritte Taufe. Und man arbeitet im Schnitt 2 Jahre an einem so schönen neuen Schiff. Das mit ganz, ganz vielen Detailarbeiten und mit exzellenten Teams, die alle zusammenkommen. Und dann ist es trotzdem ganz besonders, wenn das Schiff dann fertig ist und wenn dieser Moment dann kommt, dass eine Taufpatin, und Sie haben es schon erwähnt, wir haben die Elbphilharmonie als Taufpatin gewinnen können, dann die magischen Worte spricht und dann heute Abend offiziell die Mein Schiff 6 Hamburg verlassen kann. Was macht die Mein Schiff 6 besonders? Was ist neu? Wie alle unsere Schiffe ist die Mein Schiff 6 als Wohlfühlschiff konzipiert. Und es ist ein Schwesterschiff zur 3, 4 und 5. Insofern sind das, was bewährt ist, 82% Balkonkabinen und viele Außenkabinen, sehr großzügige Bereiche. Freiraum ist für uns ganz, ganz wichtig. Das findet der Gast hier auch an Bord. Aber wir finden natürlich auch kleine Neuerungen. Man lernt auch von Schiff zu Schiff. Wir hören unseren Gästen auch sehr gut zu. Und insofern haben wir hier neu auf dem Schiff zum Beispiel einen sogenannten Escape Room. Das lockt immer so ein bisschen Lächeln auf die Gesichter. Was ist ein Escape Room? Das ist nicht für die Gäste, die vielleicht keine Lust mehr auf Kreuzfahrt haben, sondern das ist für die Gäste, die Rätsel raten möchten und dann in Interaktion treten. Das findet in unserer Abtanzbar statt, die abends sich wieder in eine Disco verwandelt. Wir haben auch wieder Tim Rauer an Bord. Wir haben auch bewährt in unserem Atlantik-Restaurant, wo wir morgens, mittags, abends servieren, Frühstück, Mittag und Abendessen. Aber wir haben zum Beispiel jetzt auch ein veganes Menü. Das ist neu. Dann haben wir unser Hologramm-Thema nochmal ausgeweitet im Studio. Wir haben also immer Weltstars mit an Bord, in Hologrammform. Es ist jetzt Rolando Villason dabei, aber auch Heino. Also wir bedienen da alle Genres. Haben Sie einen Lieblingsplatz an Bord oder gibt es da mehrere? Es gibt ganz viele Lieblingsplätze. Einer davon ist natürlich hier, wenn man so wunderbar nach vorne gucken kann. Aber ich bin auch genauso gern am Heck des Schiffes. Und ansonsten variiert mein Lieblingsplatz tatsächlich nach Tageszeit. Und ich finde unseren Gym sehr gut, weil nirgendwo kann man so entspannt auf dem Crosstrainer stehen und dabei auf den Horizont gucken. Das ist ganz besonders klasse. Jetzt haben Sie gesagt, der vierte Neubau. Wir sind bei der Mein Schiff 6. Wie geht es denn jetzt weiter in der Entwicklung von TUI Cruises? Wir bauen noch 2 weitere Schiffe, die sind auch schon bestellt und auch schon in Produktion. Die werden wieder in Turku gebaut und wir bekommen dann die neue Mein Schiff 1. Also unsere eigentliche Mein Schiff 7 wird zur neuen Mein Schiff 1, weil wir die Mein Schiff 1, mit der mal alles begann, dann innerhalb der TUI weitergeben nach UK. Und das Gleiche passiert auch mit der Mein Schiff 2. Und mit diese beiden Neubauten sind vom Prototyp fast identisch, aber man wächst ja und man entwickelt sich und insofern verlängern wir die Schiffe ein wenig. Also alles Bewährte bleibt auch, die schlanke Struktur des Schiffes, was viele Außenkabinen ermöglicht, aber das Schiff wird insgesamt rund 19 Meter länger und das bringt uns da nochmal ganz neue Bereiche und viele, also um das Thema Großzügigkeit auch langfristig zu bedienen, haben wir dann nochmal in den Bereichen Bewegung. Wir haben werden den größten Fitnessbereich auf See haben mit fast 270 Grad Rundumblick. Wir werden den Spa-Bereich nochmal verändern und wir werden eine ganz spektakuläre Joggingstrecke bekommen. Wir wünschen viel Erfolg bei der weiteren Entwicklung. Danke für das Vielen Gespräch. Dank.